Schuster-Carbonaden. Wie dieses wunderbare, ungünstige Gericht funktioniert, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! Oh, ist das lecker! Wir machen Schuster-Carbonaden. Warum heißen die Schuster-Carbonaden? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Mit dem armen Schuster, ich habe keine Ahnung. Vielleicht konnte der sich keine richtigen Carbonaden, also Koteletts, leisten. Vielleicht musste der deswegen herhalten. Wichtig ist, kräftig würzen mit Salz und Pfeffer, wie bei einem normalen Schnitzel auch. Es ist ja doch relativ fettiges Fleisch, deswegen darf auch ein bisschen mehr Gewürz drauf sein. Und unsere Schuster-Carbonaden werden jetzt mit einer herkömmlichen Schnitzel-Panierstraße gewürzt. Erst das Mehl, dann das Ei, dann das normale Paniermehl. Und was ich noch mache, ich gebe da immer noch ein bisschen frisch gehackte Petersilie dazu und wende da drinnen gleich mein Fleisch. So habe ich noch ein bisschen was Frisches. Es sieht noch ein bisschen frischer aus. Das ist eigentlich schon alles. Erster Schritt zu unseren Schuster-Carbonaden. Dann unser Fleisch im Mehl wenden, von beiden Seiten. Das machen wir immer erst im letzten Moment. Ein bisschen wieder abpudern. Carmen, da hätten wir auch ein bisschen größere Schalen nehmen können, oder? Ja, jetzt ist es zu spät. So, und dann einmal durchs Ei und jetzt ins Panierbrot. Und wichtig ist, nur locker einlegen, nicht so feste draufdrücken, bisschen bestäuben und dann gleich rein in die heiße Pfanne. So sieht das schon mal ganz gut aus. So, meine Großmutter hat in das Öl immer noch ein bisschen gute Butter dazu gegeben. Und da kommen jetzt unsere Schuster-Carbonaden hinein. Wenn sie so lang sind, dann kann man sie auch einmal so einknicken, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Der Schweinebauch ist ja mit Fett durchzogen. Deswegen mein Tipp, langsam braten, dass das Fett ein bisschen austritt. Goldgelb braten, knusprig braten, mit Liebe. Und ihr werdet ein wunderbares Essen haben. So, jetzt wollen wir mal schauen. Aha. Schuster-Carbonaden. Die sehen aber gut aus, du. Das sage ich dir. Und ich selber kann gar nicht sagen, wann ich sie das letzte Mal gegessen habe. Es könnte ein paar Jahre her sein. Aber das ist nun wirklich original Großmutter-Style. Schuster-Carbonade. Schön langsam gebraten. Guck mal. Ich habe wirklich wie selten meine Großmutter jetzt ganz dicht hier bei mir. Das finde ich jetzt richtig, richtig toll. Wollen wir mal probieren? Nehmen wir den hier? Nein, das ist meiner gleich. Ah, das ist deiner, weil er so schön knusprig ist, ne? Ja. Wollen wir sie mal durchschneiden? Schaut mal. Hier unten ist dieser Knorpelbereich, teilweise ja auch noch mit richtigen Knochen. Darauf muss man sich natürlich einstellen. Es ist ja sehr günstiges Fleisch, natürlich. Ich schneide das mal kleiner, sonst kann ich wieder nicht reden, Carmen. Du kennst das ja schon. Und? Erinnerung pur. Wirklich? Ja, dazu eine einfache Bratkartoffel und einen Gurkensalat. Liebe Leute, gutes Essen muss nicht teuer sein. Weitere Rezepte werden eingeblendet. Kamerafrau Carmen ist ganz gespannt, ob ihr das jetzt schmeckt. Ich weiß es wird ihr schmecken. Wir haben euch lieb. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.